Leute, seid gegrüßt, ich bin's, euer Didi. Didi Morris the Shape, ich heiße euch, ich heiße gerade dich hier bei mir zu Hause in meinem Halloween-Zimmer. Doch recht herzlich willkommen, ich freue mich echt mega darüber, dass gerade du dir die Zeit nimmst für mein neues Video hier auf YouTube. Ja, das war übrigens gerade mein Heizkörper. Entschuldigung. Ja, zuallererst hoffe ich, dass es gerade dir gut geht. Mir geht es mega gut, denn ich war letzte Woche zu Gast an dem Sonntag in Köln in der Stadthalle in Mülheim mit ein paar Freunden, mit ein paar Abonnenten, mit ein paar YouTube-Kollegen. Unter anderem schaut mal hier die liebe Jackie vom Filmkanal Jigsaw sowie der Olli vom Filmkanal Der Movie Picker waren mit mir in Köln. Das war übrigens deren erster Börsenbesuch in Köln und beide waren hellauf begeistert und haben gesagt, dass sie auf jeden Fall wiederkommen werden. Das freut mich, denn Filmbörse Köln, ja, war damals auch meine allererste Börse im Jahre 2013. Lang ist's her, ja. Ich war mittlerweile auf vielen Börsen, ja, aber die erste Börse ist und bleibt auf jeden Fall was ganz, ganz Besonderes. Und apropos was ganz Besonderes, also ich habe hier so einiges, ja, an Updates mir geholt. Aber ich möchte das hier euch nicht vorenthalten. Und zwar, schaut mal hier, Leute, ich habe hier was von Nameless Media bekommen. Ja, was das ist, erfahrt ihr auf jeden Fall gleich. Ja, ich kann nur so viel sagen. Ich pack's gleich aus, ja. Es ist auf jeden Fall, ja, ne? Ein Mediabook, ein besonderes Mediabook. So viel kann ich schon mal sagen. Das legen wir auf jeden Fall mal weg. Ja, und ansonsten bleibt mir, ja, nicht viel zu sagen, außer ich bedanke mich an dieser Stelle wirklich bei allen Leuten, die halt eben mit mir zu Gast in Köln waren. Sei es Danilo, der Otti, ja, der Fabian, der extra aus Eisenach mit dem Zug angereist war, ja, nachts um 0.17 Uhr in Eisenach eingestiegen, über Frankfurt nach Köln, ja, und das alles nur für eine Filmbörse, also Hut ab, ja, die liebe Mandy, Jackie, Marco, wie sie alle heißen, ja, und alle anderen, ich werde gleich noch ein paar Leute auf jeden Fall namentlich erwähnen. Ich würde sagen, ich fackel jetzt auch gar nicht mehr so lange, ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Location der Filmbörse in Köln vom 18. Februar 2024 und dann im Anschluss präsentiere ich euch mal meine Updates. Ja, in diesem Sinne, ich sag einfach mal, ja, viel Spaß und bis gleich.
Willkommen zurück von der Filmbörse in Köln-Mühlheim, hier bei mir zu Hause in meinem Halloween-Zimmer zusammen mit dem Bergchen von Nameless Media, was ich auf jeden Fall erstmal abmachen werde. So, hier, das Papier schnipsel mal weg. Und jetzt öffnen wir doch einfach mal dieses Päckchen und dann werden wir mal einen Blick in diese Gruppenedition werfen. Für all diejenigen, die jetzt vielleicht das nicht mitbekommen haben, und zwar, ja, mega. Ich bin auf jeden Fall einer der Glücklichen, der diese Kotztüte jetzt eignen kann. Und zwar hierbei handelt es sich um Terrifier in dem Double Future, was exklusiv in einer Facebook-Gruppe namens Mediabooks vom lieben Ingrid Colt ins Leben gerufen worden ist. Ja. In der Kooperation mit Nameless konnte man, gut, ich muss halt eben gestehen, ja, also auch sagen, wie es ist, ja, das ist jetzt, liegt schon ein paar Tage zurück, das war im November 22, meine ich, da konnte man sich halt eben anmelden für halt eben ein Exklusiv-Mediabook dieser Gruppe, ja, das halt eben auf lediglich 666 Exemplaren limitiert ist und dementsprechend, ja, kam jetzt nach langer Zeit dieses Mediabook mal endlich an seine glücklichen Besitzer und siehe da, boah, krass, ey. Wahnsinn. Sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Guckt mal hier, hier ist halt eben mein Double Future exklusiv, ja, ne, Facebook-Gruppe, Mediabox. Und das Tolle daran ist, ja, dass dieses sogar personalisiert worden ist. Schaut mal hier, hier unten steht mein Name, Didi Morris The Shape, mit der Nummer 532. Und wer genau hinschaut, hier steht es auf jeden Fall drauf, exklusiv Facebook. Ja, mega. Das ist halt eben dann die Spine dazu. Ich freue mich halt eben echt wahnsinnig über dieses Mediabook. Mein liebster YouTube-Kollege, geschätzter YouTube-Kollege, der liebe Matthias von der Bundesfilmanstalt, ja, liebe Grüße gehen raus, der hat ja ein Unboxing hierzu gemacht. Wenn ihr wissen wollt, wie dieses Teil von innen aussieht, ja, schaut auf jeden Fall mal bei ihm auf seinen Kanal vorbei. Ja, dann würde ich sagen, geht es jetzt auch direkt zu meinen Updates der Filmbörse in Köln. Vorneweg möchte ich auf jeden Fall sagen, ja, es war wirklich ein sehr, sehr schöner Tag, ja, mit Freunden, mit Abonnenten, mit YouTube-Kollegen. Ja, man hat sich echt mega dolle darauf gefreut, also ich zumindest, ne, ich konnte die Tage schon gar nicht mehr zählen, ja, 4 Wochen, noch 3 Wochen, 2 Wochen, ehe halt eben dann der Sonntag anstand, ne, und dann schwuppsiwupps, so schnell ging der Tag vorbei, ne. Damit will ich sagen, die Vorfreude ist immer die schönste Freude, ja. Aber es war wirklich ein super toller Tag, ja. Mit wirklich echt mega tollen Leuten. Ich habe wirklich die Zeit mit euch genossen. Habe mir so ein paar schicke Sachen in meiner Sammlung geholt, ja. Ich möchte aber vorneweg schon mal ein Selfie hier präsentieren. Schaut mal hier. Zuallererst, das ist der liebe Tobias. Den habe ich halt eben angetroffen auf der Filmbörse.
Der hat sich beim guten, lieben Raritätenhandel dementsprechend auch was richtig Krasses gekauft. Und zwar unter anderem dieses schicke, wartierte Mediabook zu der Wrong-Turn-Reihe. Ja, Tobias, ich freue mich mega, dass du dir das Teil gekauft hast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit den Filmen um ja, die Kannibalen, um Free Finger und so weiter. Ja, wen habe ich noch getroffen? Wie das Thumbnail ist quasi schon andeutet. Ja, meine Freunde, den lieben Ernesto und den lieben Sergei zusammen hier auf diesem Foto, ja. Es ist immer wieder ein Highlight für mich, ja, wenn ich euch beide auf der Filmbörse in Köln antreffe, ja. Da geht auf jeden Fall mein Herz auf. Ihr seid auch leidenschaftliche Sammler von Filmen, gerade Mediaboxen und so, ne. Und ich hoffe, dass es für euch okay gewesen ist, dass mein Video, das Thumbnail quasi uns drei doziert. Und ich hoffe, ich konnte euch damit zusätzlich eine kleine Freude machen. Apropos Freude, ich würde mich natürlich mega freuen, euch demnächst am 14. April in Köln wieder dort anzutreffen. Ja, dann gibt es noch ein Foto mit diesen guten zwei Herren hier. Schaut mal hier zu einem der Movie Picker und der liebe Guido. Genau, ein treuer Abonnent der allerersten Stunde von meinem Kanal, den ich jetzt auch lange nicht mehr gesehen habe. Ja, mit ihm habe ich halt eben auch dort den Tag verbracht. Und der liebe Guido war so nett und hat mir sogar was mitgebracht. Das ist für mich mein erstes Update, was ich euch jetzt zeigen werde, noch vor der Börse. Wir hatten uns ja morgens um 8:30 in Köln getroffen, auf dem Parkplatz, ja, mit dem lieben Danilo zusammen, mit dem lieben Fabian aus Eisenach, der die Nacht über um 0:17 Uhr in Eisenach in den Zug gestiegen ist, ja, nach Frankfurt mit dem ICE quasi anschließend dann weitergefahren ist, nach Köln, ja, für eine Filmbörse. Also Hut ab, das muss man erstmal bringen. Ja, ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr halt eben dann mit von der Partie gewesen seid. Ihr wart zusammen mit mir beim Bäcker, mit der lieben Jackie und dem Marco und wie die alle heißen, Jenny, Mandy, und es war wirklich sensationell, ja. Und der liebe Guido hat mir das hier geschenkt. Schaut euch das mal an. Ist das nicht der Wahnsinn? Stallone, die City Cobra in der VHS von Warner Home Video. Hier steht es noch drauf, der starke Arm des Gesetzes. Unverbindliche Preisempfehlung, 10 deutsche D-Mark Verleih. Preis am Tag, wohlgemerkt. Pro Tag, Wahnsinn, 10 D-Mark. War das damals in den 80ern so teuer? Also ich persönlich kann mich jetzt nicht dran erinnern. Ich bin Kind der 80er, ne? Ende der 90er konnte ich selbst mal ja, Luft schnappen, ja, in der Videothek. Aber da waren die Preise deutlich billiger. Ich glaube, was hat damals zu D-Mark-Preisen so ein Film gekostet? 3 Mark, vielleicht 4 Mark, wenn überhaupt, ne? Aber 10 D-Mark, das war schon eine Hausnummer, ne? Ja, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool, ja. Anfang der 2000er gab es ja den Euro. Und ich kann mich noch erinnern, wo ich damals zur Videothek gefahren bin. Ich glaube, da gab es immer so Aktionen, so Wochenendpreise, irgendwie so 3 Filme, eine Ausleihe, ne Quatsch, 2 Filme bezahlen, 3 mitnehmen oder so, kann das sein. Und ich glaube, man hat nur den Freitag, den Samstag und den Montag bezahlt. Ich glaube, der Sonntag war immer gratis, aber auf jeden Fall niemals 10 deutsche Mark. Ne? Also das ist ja schon ein stolzer Preis für die 80er Jahre. Ja. Und hier sehen wir halt eben dann die VHS original zurückgespult. Auf jeden Fall tausend herzlichen Dank, Guido, mein Freund. Ich habe mich echt mega gefreut, dich nach all der langen Zeit nochmal wiederzusehen. Ja, wir hatten viel miteinander gesprochen, wir hatten viel zu bereden und dementsprechend freue ich mich, dass wir jetzt auch wieder regelmäßiger Kontakt miteinander pflegen. Fühl dich auf jeden Fall mal ganz lieb von mir gedrückt, zerquetscht, wie auch immer. Jetzt geht es für mich zu meinem zweiten Update. Ja, hat mir gerade runtergefallen. Ist im Moment. Passiert nun mal, das ist live, das ist jetzt nicht geschnitten oder so. Ich lasse das jetzt auch mal so da liegen. Boah, Wahnsinn. Scheiße, ich hoffe, es ist nichts kaputt gegangen. Gucke ich später bei, ja, auf jeden Fall. Boah, Wahnsinn. Ja. Egal, auf jeden Fall, ich war ja diesmal nicht als Besucher vor Ort, sondern als Aushilfe am Stand von Like Media. Und das war jetzt totaler Bullshit, was ich gerade geredet habe, denn es ist genau andersrum gewesen, ja. Ich war diesmal nicht als Aushilfe beim Ike Media Stand, sondern zu Gast, ja, als Besucher und war einer der ersten 50 Leute am Stand vom Eingang. Oh Gott, ich muss mich gerade mal fassen. Also ist alles live, hier ist nichts geschnitten, ja, mir wird auch gerade ein bisschen warm. Abgesehen davon habe ich die Heizung auch hochgedreht, ne. Deswegen bitte nicht wundern, wenn ich hier so für mich stehe mit so einem ja, leicht roten Kopf hier sitze. Aber ey, das tut richtig gut. Ich wusste gar nicht, dass so ne, Filme einen wirklich so ein bisschen frischen Winter irgendwie hinwedeln kann. Auf jeden Fall, ihr Hübschen, schaut mal hier hin, ja.
Das gab es gratis. Ein Film von Barbarian Koch, ne Quatsch. Jetzt habe ich auch komplett den Faden verloren. Barbara Koch und den Film Der Fluss der Mörderkrokodile ist auf jeden Fall ein Tierhorrorfilm aus den ja, aus dem Jahre 1979. Sagt mir persönlich nichts. Wichtig hier oben, das Uncut-Logo gab es für die 50 ersten Besucher quasi gratis, ja, zusammen mit ein paar Flyern, ja, wo man halt eben dann sehen kann, wann die nächste Filmbörse in Köln ist. Ja, diese ist zum Beispiel ja, am 14. April bzw. 30. Juni und am 29. September. Ich werde definitiv am 14. April vor Ort sein, denn 2 Tage später habe ich leider Gottes meine OP. Das ist ein anderes Thema. Anschließend werde ich auf jeden Fall mal mehrere Wochen Freizeit haben. Da freue ich mich doch mega drauf. Ich hoffe, von meiner Arbeit guckt gerade keiner zu. Aber egal, sei mir auf jeden Fall gegönnt. Ich meine, schließlich lasse ich mich auf jeden Fall auch operieren. Ja, dann gab es auf jeden Fall noch Film, so neues Blättchen und so was. Ich habe auf jeden Fall ganz viele verschiedene Flyer geschenkt. Ne? Mit Comic-Con, Weekend of Hell und ich denke mal, das kennt ihr alle. Auf jeden Fall kommen wir jetzt mal zu meinem allerersten Update. Ja, ich habe mir vom lieben Danilo, ganz liebe Grüße gehen raus an dich. Also Danilo ist derjenige, den ihr im Video gesehen habt, ja, der voller Stolz und ich freue mich derbe für dich, ja, sich die 2 Evil Dead Media Books besorgt hat. Das weiße übrigens am Stand von Alchemedia und das gezeichnete Sciotti Artwork beim lieben Raritäten-Andi. Ich freue mich für dich, ja. Somit hast du endlich das Full Set um Evil Dead komplett und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schicke Ausbeute, mein Freund. Ja, 2 Daumen nach oben. Ja, fühl dich auch auf jeden Fall mal gedrückt, denn der liebe Danilo, mit dem hatte ich zuvor telefoniert. Ja, da ging es um eine Filmreihe, die mir mittlerweile sehr ins Herz gewachsen ist, und zwar um den Film Ein Mann sieht Rot. Ist ein 5-Teiler mit Charles Bronson in der Hauptrolle. Und wie sich das im Telefonat herausgestellt hat, ja, gibt es sogar ein Remake, das hatte ich echt nicht auf dem Schirm, mit keinem geringeren wie Bruce Willis, genau. Das ist halt eben dann Death Wish im Original, ein Eli Roth-Film. Ja, ich kenne ihn nicht. Ich habe mir sagen lassen, der wäre ganz gut. Ja, ich lasse mich einfach mal überraschen. Diese MRA hat er mir quasi zur Verfügung gestellt. Ich schaue mir den Film mal an. Beigefallen werde ich ihn mir holen. Und wenn wir uns auf der nächsten Börse sehen, lieber Danilo, bringe ich dir diese MRA auf jeden Fall wieder zurück. Ja, kommen wir auf jeden Fall jetzt mal auch zu 2 Mediabooks, die ich mir geholt habe, wo ich mich echt mega dolle freue, weil diese 2 Mediabooks sind quasi so das letzte Herzstück für meine Full Sets. Ja, hier habe ich halt auf jeden Fall den ersten Teil, beziehungsweise das erste Mediabook. Das, was ich euch jetzt zeige, habe ich erstmal alles beim lieben Ali gekauft. Das ist auch ein Händler auf der Filmbörse. Und dieses Mediabook habe ich lange gesucht. Es war damals nur über Verleihshop bzw. BMV Medien exklusiv erhältlich gewesen. Ich war auf einigen Börsen gewesen, ja. Und dieses Mediabook lag nirgendwo aus, bis auf jeden Fall der Ali das jetzt mir gezeigt hat. Und deswegen muss ich das mitnehmen, weil es mir noch gefehlt hat. Es ist einer meiner Lieblingsthriller aus den 90ern. In der Hauptrolle kein geringerer wie Morgan Freeman und Brad Pitt. Bei den meisten wird es auf jeden Fall jetzt klingeln. Zusammen mit Gwyneth Paltrow M7 in diesem wunderschönen Rick Melton Cover. Ja, ich finde es absolut mega, limitiert auf 333 Stück, meins zieht die Nummer 097, das hat mir auf jeden Fall noch gefehlt, ja. Für mich der beste Thriller neben Der Knochenjäger mit Denzel Washington und Angelina Jolie, die ja Jahre später die Ehefrau sogar von Brad Pitt wurde. Und ich feiere auf jeden Fall die Reihe bzw. den Film, die Mediabox und habe endlich dieses sehr schicke Mediabook zur Komplettierung in meiner Filmsammlung. Ja, dann hat die liebe Mandy sich noch ein Mediabook geholt und zwar der Film Ruhet in Frieden, ja, für einen Zehner, hier steht es drauf, 15, sie hat 10 bezahlt, ihr Lieblingsschauspieler, ja, dieses Mediabook habe ich hier ausgesucht, ich finde das wirklich absolut mega schön, dieses Schwarz-Weiß-Cover mit dieser roten Blutlache hier in diesem Teich, See, Becken, was auch immer das darstellen soll, ja, ich kenne diesen Film selbst noch nicht. Ich habe mir sagen lassen, das wäre so ein ruhiger Film, ja. Ein ruhiger Film von der Atmosphäre her. Es ist auf jeden Fall eine 2-Disc-Edition, DVD und Blu-ray-Kombo. Und ich denke mal, für 10 Euro kann man nichts verkehrt machen. Und die Mandy hat mir zur Verfügung gestellt, dass ich euch das hier mal zeigen darf. Ja, das wie gesagt auch beim Ali. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Full Set, ja. Da ging mir wirklich mein Herz auf, ja, weil das wirklich das letzte Mediabook ist, was wirklich sehr, sehr schwer im Moment zu bekommen ist.
Wer sich an den lieben Jürgen erinnern kann von der Filmbörse Neu-Isenburg, ich blende mal gerade ein Foto ein. Das ist der Jürgen und ich, der war übrigens auch in Köln zu Gast. Leider habe ich kein aktuelles Foto mit ihm, sondern das ist jetzt von der Filmbörse Neu-Isenburg. Und er hatte mir seinerzeit dieses Meterbuch geschenkt. Conan, der Barbar, Cover-Variante A von Ralf Krause, das wirklich auch sehr, sehr, sehr teuer ist, ja, wenn man es irgendwo findet auf den Börsen. Das hat er mir geschenkt. Das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Das hat er mir geschenkt, ja. Absoluter Wahnsinn. Mir fehlt lediglich jetzt nur noch ein Cover. Und zwar ist es dieses hier. Das habe ich beim lieben Ali bekommen. Endlich habe ich Conan komplett. Das ist das 111er Kammer. 111er Cover, das heißt auf 111 Exemplaren limitiert. Mein Exemplar zieht die Nummer 082 und somit bin ich wahnsinnig happy, dass ich wirklich einer meiner Lieblingsfilme mit Arnold Schwarzenegger in diesen vier wunderschönen Meterbooks jetzt komplett habe. Das geht gerade runter wie Butter, ja, wenn ich gerade darüber spreche. Und ich freue mich aber auch, mir diesen coolen Soundtrack mir mitgenommen zu haben an einem anderen Stand. Hier oben steht es drauf, 22 Euro. Ich habe 20 bezahlt. Das ist die Langfassung des Soundtracks zu Conan der Barbar. Ist auf jeden Fall für mein Auto gedacht. Ich verfüge noch über einen CD-Player. Dementsprechend, wenn ich demnächst irgendwo mal eine längere Fahrt habe, ja, sei es nach Köln, sei es nach Neuss, wie auch immer, werde ich quasi durch diese Melodie begleitet. Und der liebe Guido, ja, den ich euch eingeblendet habe, von dem ich die VHS-Kassette habe, ja, selbst der hat sich den Soundtrack geholt und sogar noch zu Teil 2, der leider nicht mehr da gewesen ist. Ich freue mich natürlich auch für dich, lieber Guido, dass du auf jeden Fall dir zwei mega krasse Soundtracks in deine Sammlung geholt hast. So, dann habe ich hier noch ein Steelbook, ja, was ich mal kurz angedeutet habe. Und zwar, das kommt mir vor, als ob es gestern gewesen ist. Ja. Das Steelbook ist aus dem Jahre 2013, genauer gesagt vom September 2013. Das ist wirklich so ein Release damals gewesen, wo nicht nur ich mich drüber gefreut habe, ich konnte es kaum erwarten. Kurze Rede, langer Sinn. Ja. Dieses Steelbook gab es exklusiv hierzulande, ungeschnitten nur über die Drogeriekette Müller, ja, zu kaufen, zum Vorbestellen. Ja. Es gab eine geschnittene Fassung davon über Mediamarkt bzw. Saturn oder selbst im Realmarkt zu kaufen. Das ist das identische Steelbook. Der Inhalt ist halt eben anders, weil das ist die ungeschnittene Fassung. Und ja, ne, ich zeige es euch jetzt mal. Schaut mal hier. Die Rede ist von Evil Dead in diesem wunderschönen Steelbook. Ja, ich muss immer aufpassen mit Mediabook. Das hier ist ein Steelbook. Ja. Mittlerweile habe ich ja nicht mehr so viele Steelbooks. Ne. Aber das ist halt eben die ungeschnittene Fassung. Ja, hier hinten steht es drauf. SpioJK geprüft. Ne? Der einzige Unterschied war damals bei den geschnittenen Versionen, war hier auf dieser Banderole noch ein FSK 18 Logo drauf. Ja? Und das hier ist wirklich komplett die ungeschnittene Kinofassung. Das heißt, dieses Steelbook ist aus der Drögemolerie, ne, ist falsch, wie heißt das nochmal? Müller Drogerie. Oh Gott, was für ein Sprachfehler heute hier, ey. Man merkt schon, ich habe schon lange keine Videos mehr gemacht. Ne? Es gab dieses Steelbook aber auch noch bei unseren Nachbarländern, Österreich und der Schweiz. Das unterschied sich hier, dass hier unten irgendwie nur so ein Pluszeichen war in Schwarz. Ne? Aber das ist definitiv die deutsche Version. Und der Film war ja direkt indiziert, aber man konnte ihn wirklich damals über die Müller-Drogerie käuflich erwerben. Ja, das hat die Mandy mir geschenkt für meine Sammlung. Ich hatte seinerzeit zwei Steelbooks damals. Der Preis damals 19,99 €. Werde ich nie vergessen. Und jetzt, ja, 11 Jahre später für einen Zehner mehr. Ich denke mal, da kann man auf jeden Fall nichts verkehrt machen. Ja, dann kommen wir noch zu einem Highlight vom lieben Ali. Ich habe wirklich einiges beim Ali gekauft, ja. Zu einer Filmreihe, die ich schon immer mal auf Blu-ray haben wollte. Auch gerade in diesen Mediabooks. Viele Leute da draußen haben sie. Ich habe sie endlich auch. Die Rede ist von, Leute, schaut mal hier. Und zwar die Chucky-Mediabooks in der Cover-Variante B, das Ralf-Krause-Motiv. Ich freue mich derbe, endlich Chucky in meiner Sammlung zu haben, ja. Hier fangen wir mal an mit diesem wunderschönen, coolen Artwork zu Teil 1. Dann geht es weiter rüber zu Teil 2 von Chucky. Es gab ja noch alternativ die Cover-Variante B, ist das, glaube ich, mit den Original-Kinoplakatmotiven. Wobei ich sagen muss, wenn diese Edition mal auf Facebook, ne, nur mal als Beispiel jetzt auf Facebook, ja, verkauft wird, ja, oder irgendjemand sich davon trennen mag, sehe ich eigentlich nur diese Ralf Krause Motive. Ne? Damit würde ich sagen, die Kinoplakat Motive, ne, sind deutlich schwieriger zu bekommen wie diese doch sehr schönen Artworks. Ich freue mich aber auf jeden Fall auf diese Artworks, weil ich
feiere diese Motive um Chucky. Und jetzt habe ich eine Frage an euch. Ich würde mich echt mega freuen, wenn ihr mir diese beantworten könnt. Wir fangen jetzt mal an bei Chucky Part 3. Oder ich sage jetzt mal, was weiß ich, Chucky Part 2. Ja, ich muss gerade selber drauf gucken. Guck mal hier. Limitiert ist das Ganze auf 888 Stück. Ja, meins zieht die Nummer 887. Ja, und wenn wir jetzt mal zu Part 4 gehen, da sehen wir auf jeden Fall die Limitierungsnummer 424 von 777 Stück. Damit würde ich sagen, dass die ersten drei Teile auf 888 Stück limitiert sind und die folgenden nur auf 777. Ja, das heißt, es fehlen ja quasi 111 Stück, wenn ich mich nicht täusche. Also ich sage jetzt mal so, Mathe war ich immer gut. Ne? Damit will ich sagen, verstehe den Sinn nicht. Also verstehe mich da jetzt nicht falsch. Ne? Wenn die jetzt alle auf 888 Stück limitiert sind, gehe ich einfach mal davon aus, dass man das 888 mal komplett bekommt. Ja? Allerdings sind die letzten vier Teile ja von hier aus gesehen, also von euch aus gesehen, ist das rechts nach links rüber, ja, nur auf 777 Stück limitiert. Also da fehlen ja quasi 111 Exemplare, um quasi so eine Box vollständig zu machen. Also ich würde mich mal freuen, wenn es Leute gibt, die draußen da, ja, ne, diese Edition auch haben, die das vielleicht irgendwie bestätigen können, ne, weil so ergibt das für mich jetzt überhaupt gar keinen Sinn. Ja, das war auf jeden Fall alles vom lieben Ali. Ali, mein Freund, vielen lieben Dank, ja, für diese schönen Sachen, die ich quasi mir dann bei dir gekauft habe. Ja, in diesem Video selber konnte man beim guten Raritäten, Andi, das Mediabook hatte ich übrigens auch mal in die Hand genommen. Ne? Ich muss halt eben aufpassen, damit das nicht runterfällt. Und zwar die Descent. Genau. Das 111er Cover, was man da gesehen hat. Ne? Und die meisten werden sich jetzt bestimmt fragen, wie teuer war das Mediabook? Ne? Kann ich euch auch sehr gerne den Preis sagen. Der Preis ist momentan richtig gehypt. Das Teil ist wirklich wahnsinnig teuer. Ich hätte bald gesagt, das ist die neue Fliege. Dieses Mediabook hat sage und schreibe, und jetzt kommt es, 500 € gekostet. Ja, in diesem Cover. 111 limitiert, das Froschcover. Ich glaube, das war Cover-Variante C, ne? Wo ich das so in meinen Händen hielt. Ne? Da dachte ich auch so, ne? Nimmst du dir mit, ne? Aber so viel Geld hatte ich dann jetzt auch nicht übrig. Ne? Ich meine, das alles hat halt eben auch seinen Preis gehabt. Ne? Und dementsprechend, ne? Also es hat mich schon gejuckt. Ja? Aber letzten Endes habe ich es dann sein gelassen. Ne? Ich habe mir dafür andere schicke Sachen gekauft, wie jetzt zum Beispiel die Chucky Box. Da kann ich euch auch sehr gerne den Preis nennen. Ja, für alle Media Box komplett. Also ich muss sie jetzt nicht irgendwie da hinterherlaufen. Ja, aber ich muss jetzt das, das und das zusammensuchen. Das war wirklich komplett 9 OVP, wie man sehen kann. Ja, deutlich billiger wie im Netz. Im Netz liegt der Preis um die 700-800 €. Mal auf Facebook für 600 € oder so. Ja, teilweise gebraucht. Aber ich habe hierfür für 9 OVP gerade mal, und jetzt kommt es, 400 € bezahlt. Und ich bin der Meinung, der Preis geht absolut in Ordnung. Genauso gut wie halt eben dann Conan, ja, das 111er für in Anführungszeichen ein Huni. Ja, und die anderen hier, 7 waren glaube ich 50 € und der Rest hier, Roten Frieden, waren 10 €. Ja, mehr habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Ne? Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt mal einer meiner Lieblingsfilme, ja, von Stephen King. Wenn nicht sogar mein Lieblingsfilm von Stephen King schlechthin, ja. Ich habe bereits ein Mediabook, aber ich musste dieses Mediabook haben. Ja, ich habe es ab und an mal auf der Börse gesehen. Limitiert ist das Ganze auf 300 Exemplare, also wirklich nicht viel, auch wenn es nicht nummeriert ist. Ja, das ist ein Ralph Krause Artwork. Die Rede ist von, Leute, schaut mal hin, und zwar Friedhof der Kuscheltiere, Teil 1 in diesem Krause-Motiv, absolut mega. Beim guten lieben Josef am Stand von Alkmeda, hier oben der Preis 30 €. Ich habe 25 dafür bezahlt, ja. Und zwei Tische weiter war einer gewesen, der wollte hierfür schon 70 € haben. Und ich denke mal, hiermit habe ich absolut alles richtig gemacht. Ich liebe das Original. Ich liebe auch den zweiten Teil. Ich bin auch ein großer Fan vom Remake, auch wenn viele sagen, das Remake war jetzt nicht so gut. Ne? Da möchte ich gerade die Leute trösten. Dann, wenn ihr dieses Remake nicht gut gefunden habt, tut euch bitte den Gefallen und schaut euch nicht den neuen Film an, ja, um Friedhof der Kuscheltiere Bloodlines, was es exklusiv auf Paramount Plus gibt, ja, weil das ist absolut vergeudete Lebenszeit. Ich habe mir den Film angeschaut, ja, und wer den dritten Teil schlecht findet, ja, der wird den vierten Teil für die Tonne heißen lassen, wie auch immer sich das jetzt nennen mag. Ne? Es geht aber nichts über den ersten Teil, I Love It. Der vierte, jetzt Bloodlines, ist ja quasi die Vorgeschichte, the beginning, um diesen jungen Mann. Ja, also hier ist er ja jetzt älter, ne? Jude Crandall, gespielt von Fred Gwynne von The Monsters. Ja, der spielt den Judd mega.
Und ich liebe diesen Typen, ganz ehrlich. Und es geht nichts über den ersten Teil, bin ich ganz ehrlich. Ja. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Ja. Durch das ganze Gebabbel habe ich so einen trockenen Mund gekriegt. Ja. Moment. Falls euch halt interessiert, schön im Retro-Design, die Schwipp-Schwapp-Dose, Cola und Orange. Absolut mega, oder? Ich liebe dieses Design. Ich bin auch ein ganz großer Fan von Schwipp-Schwapp. Ich muss sagen, Schwipp-Schwapp schmeckt mir persönlich besser wie die Coca-Cola, die Konkurrenz, das Getränk Mezzo Mix. Ja, wie gesagt, das beim lieben Yusuf mir gekauft für 25 und dann hat der liebe Yusuf mir sogar noch Metabook geschenkt. Ja, ich wollte es seinerzeit haben, habe es nicht gekriegt, weil es war restlos ausverkauft bei ihm. Und hatte mir alternativ Cover B mitgenommen auf der Filmbörse in Nürnberg. Ich habe, Leute, fragt mich nicht. Ich habe keine Ahnung, woher der dieses Metabook gezaubert hat. Irgendwo aus seiner Schublade oder so. Er hat es auf jeden Fall entdeckt bei sich am Lager. Mit der Limitierungsnummer 081. Musste direkt an mich denken, ja, weil er meine Lieblingsnummer ist. Ne? Das ist mein Geburtsjahrgang. Damit verbinde ich das immer. Ne? Und er hat mir geschenkt, Leute, schaut mal hier, das Eraser Metabook Cover Variante A mit der Nummer 081, was hier hinten, denke ich mal, ja, gut zu sehen sein sollte, hoffe ich doch mal, ja. Und da habe ich mich echt mega drüber gefreut. Vielen lieben Dank, Yusuf, ja. Die waren, wie gesagt, alle restlos ausverkauft, aber irgendwo lag es. Der hat es gesehen. Er guckte hinten drauf und dachte, Diddy, das schenke ich dir, mein Freund. Also fühle ich auf jeden Fall mal ganz lieb gedrückt, zerquetscht, wie auch immer, von mir, Yusuf. Und ich freue mich schon auf die nächsten Börsen mit dir. Demnächst fahren wir zusammen nach Nürnberg. Der 17. März bin ich in Bayern zu Gast. Und würde mich freuen, den einen oder anderen Abonnenten dort anzutreffen. Ich würde mich auch freuen, dich, lieber Manuel, wenn du das Video siehst, ja, dich nochmals dort anzutreffen. Den Matthias hoffentlich auch, ja. Filme for Life, ja. Ich hoffe, ich sehe dich auch mal wieder und so, ne. Würde mich auf jeden Fall freuen. Also Leute, am 17. März ist es soweit. Da bin ich nochmal in Bayern, in Nürnberg und den Samstag sogar in Leonberg. Das ist bei Stuttgart. Das ist die erste Börse in Leonberg, ja. Das heißt, wir fahren in der Nacht um 2 Uhr los nach Leonberg, verbringen dort quasi den Tag mit unserem Stand und anschließend geht es dann nach Nürnberg, ehe halt eben dann Sonntag die Filmbörse ist und wir dann abends wieder zurückfahren. Also zwei Börsen an dem Wochenende und Yusuf, ich freue mich. Ich freue mich mega, genau. Und weißt du, warum ich mich mega freue? Weil wir dann halt eben wieder diese Soundtracks hören werden, ja. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe euch vorhin die Melodie gezeigt in diesem Film, also in diesem Ausschnitt von der Filmbörse in Köln von Bud Spencer in dem Film Der Große mit seinen kleinen Außerirdischen, ja. Die Filmmelodie nennt sich Sheriff, ja. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich war ja im Dezember in Nürnberg mit dem Yusuf zusammen, sind wieder runtergefahren, ne? So 4,5 Stunden in etwa. Und irgendwann, ja, holt er die Sonnenklappe runter vom Auto, da hat er so ein paar CDs gehabt, ne? Nimmt sich die eine CD, die zweite CD, dritte CD und schiebt die so in den CD-Player rein, ne? Und dann kamen so Lieder hoch von Bud Spencer und Terence Hill. Ja, auch wenn ich die Filme seit Ewigkeit und 3 Tage nicht mehr gesehen habe, müsst ihr euch das so vorstellen, ne? Die Lieder, ne? Wie sagt man so schön im Radio, durch die Ohren bleibt im Kopf oder so? Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine, ja. Und das speichert sich natürlich ein Leben lang. Und ich denke mir die ganze Zeit, ey, die Melodie kennst du doch, ne? Oh, to Banana Joe und so weiter. Oder der Supercop und so was, ne? Und ich habe die damals auch verwendet für mein Video, Filmbörsen-Video Nürnberg. Und ja, dann bin ich irgendwie so auf den Geschmack gekommen von Bud Spencer und Terence Hill. Ich muss bedauernd sagen, ja, ich habe die Filme seit Ewigkeiten und 3 Tage nicht mehr gesehen. Ich habe auch keinen Film in meiner Sammlung gehabt, ne? Hatte neulich so ein bisschen auf den Streaming-Plattformen geguckt, wie Netflix, da ist schon mal gar nichts drin, ja. Amazon Prime ist, glaube ich, ein Film drin, kostenlos, den Rest kann man sich nur kaufen oder leihen. Ich glaube, bei Disney Plus waren, glaube ich, 3 Filmtitel zu sehen, aber gerade die, die ich sehen wollte, waren nicht verfügbar. Und dann war ich zu Gast in Köln auf der Filmbörse. Ich hatte nur noch 20 Euro in der Tasche und habe dieses Teil gesehen, was ich euch gleich präsentieren werde. Und meine liebe Mandy, mein Schatz, ja. Ich liebe dich über alles, ich hoffe, das weißt du, ja. Sie hat mir ausgeholfen, sie hat mir 40 Euro dabei gesteuert, damit ich mir diese tolle Edition kaufen konnte. Und zwar die Amazon-Exklusivbox um Bud Spencer und Terence Hill mit ihren größten Hits in dieser Complete Collection. Es gibt natürlich weitaus mehr Filme mit denen, aber hier sind zum Beispiel Filme drin wie Das Krokodil, unser Nilpferd, die Miami Cops, ja, 4 Fäuste für eine Halle-Julia in der Comedy- bzw. Kinofassung, ja, dann der Supercop mit
Terence Hill, ja, der Bomber, Banana Joe und halt eben auch der Große mit seinem kleinen Außerirdischen. Und da habe ich mir sagen lassen vom lieben Guido, dass es sogar ein Zweiteiler ist. Der zweite da heißt irgendwie Buddy Haut den Lukas. Der ist jetzt leider nicht mit dabei, ja, aber ich werde mir den auf jeden Fall noch zulegen, weil ich liebe diesen Film, ja, und diese Melodie und der kleine Junge und Bud Spencer, Leute, da geht mein Herz auf. Wahnsinn. Weil diesen Film hatte ich nämlich gesucht und den hatte ich auch irgendwo gefunden. Ich glaube, bei Disney Plus war das, ja. Aber die restlichen nicht. Und damit will ich auch kurz andeuten, ja. Es geht einfach und es wird immer so sein. Es geht einfach nichts über seine eigene Filmsammlung, über physische Medien. Hier sind 20 Filme, die kann ich mir von morgens bis abends in Dauerschleife reinziehen, ja. Ohne einen Streaming-Anbieter aufzusuchen, der diese Filme gar nicht anbietet, beziehungsweise bei Amazon zu leihen, geschweige denn zu kaufen. Ich kann sie überall hin mitnehmen und somit wird das physische Medium werden immer, immer für mich am ersten Platz sein. Ja, kein Streaming-Anbieter, ja, kann einem seine Filmsammlung ersetzen. Das geht nicht, ne? Ja, deswegen, ne? Ich sage jetzt mal so, 3 € pro Film. Ich denke mal, ich habe mal nichts verkehrt gemacht. Ich habe mal geschaut, auf Amazon kriegt man sie noch gebraucht wie neu. Ja, war damals seinerzeit Amazon exklusiv. Ich weiß den Preis jetzt nicht, ja. Doch, der Sergey von der Filmbörse hat diese Edition auch. Der hat sich die, glaube ich, damals gekauft für 80. Ich habe jetzt hier für 60 bezahlt, ja. Und auf der Filmbörse bei irgendeinem Händler gab es diese Box auch. 9 OVP für 190. Und ich habe hier gerade mal 60 bezahlt. Ne? Also nur damit die Folie hier weg ist. Das ist wirklich hier alles im tadellosen Zustand. Ja, ich schau mal gerade so, ja, ne? 2 Filme mal raus. Hier, genau, hier ist er, ne? Da ist er, der Große mit seinem aussehnlichen Kleinen, absolut mega. So ein richtig kleiner Goldfratz, der Junge, ja. Und halt eben dann Bud Spencer mit dabei. Das ist auf jeden Fall ein Film fürs Herz, ja. Genauso gut wie ich liebe halt eben dann der Supercop mit Terence Hill und den Typen aus Airwolf. Ich vergesse immer wieder seinen Namen. Der ist auch steinalt geworden. Ich glaube knapp 95, ehe er halt eben vor 3, 4 Jahren verstorben ist, ja. Wie gesagt, ich habe seinen Namen gerade nicht auf dem Schirm. Ja, der hier ist es auf jeden Fall aus Airwolf. Ja, ein super Duo in dem Film und ich liebe halt eben auch den Supercop. Und ich freue mich halt eben dementsprechend diese Filme demnächst hier alle zu sichten. Habe ich irgendwas vergessen? Nein, ich hoffe nicht. Ich grüße wirklich alle. Den Otti, den Danilo, Fabian, Jackie, Olli, einfach alle, die ich dort angetroffen habe, auch die ganzen Händler, einfach alle. Ja, und bedanke mich, ja, dass ich quasi oder dass ihr zusammen mit mir ein Teil diesen tollen Tag gewesen seid. So, ich habe fertig, ich bin fertig, da ist ein Knopf, da drücke ich drauf. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Ich werde jetzt hier oben mal ein bisschen aufräumen, ja, mir die Sachen mal ins Regal stellen, wie auch immer. Ich würde einfach sagen, wir hören uns, sehen uns in meinem nächsten Video, wenn es wieder heißt. Hi Leute, seid gegrüßt. Ich bin's, euer Didi. Bis dahin, tut mir bitte einen Gefallen, passt auf euch auf und bleibt gesund. Die Tage folgt auf jeden Fall noch ein Unboxing. Ihr dürft gespannt sein, zu welchem Film, ein Mediabook, was jetzt die Tage neu released wird. Und da werde ich euch alternativ mal alle 4 Cover, die kommen werden, euch mal vorstellen. So, da ist ein Knopf, genug gebabbelt. Macht es gut, euer Didi, Didi Myers, The Shape und tschüss.